Ja, einen besseren Frühstücksgast kann ich mir an diesem Montagmorgen gar nicht vorstellen, denn es geht heute um Fußball. Unser Rapidfahrer Christoph Pelzer ist bei uns. Schön, dass du da bist, das letzte Mal im Stadion gesehen und jetzt endlich wieder im Stadion. Du hast ein neues Projekt mitgebracht. Ich habe ein neues Projekt mitgebracht, eine neue Plattform. Sie heißt Glaube 100. Jetzt schon herzliche Einladung auf Instagram, diesem Projekt Glaube 100 zu folgen. Was ist das für ein Projekt? Ja. Das wollen wir wissen. Wir sind heiß drauf. Meine Lieben, Glaube 100 ist eine Inspirationsplattform, wo Menschen inspirieren, einfach aus dem Leben etwas Schönes zu machen. Ja? Das heißt, erfolgreich zu sein, auf dem Weg zum Erfolg. Woche für Woche, und das ist jetzt Montag bei uns in der Früh, erzählt eine Persönlichkeit aus dem Fußball, das sind die Trainer oder Spieler, und dazu kommen Menschen aus der Politik und Wirtschaft bald, ja, eine Minute, wie sie ihre Erfolgskonzepte leben, was dazu gehört, erfolgreich zu sein. Ja. Wir wissen ganz genau, in welcher Zeit wir leben. Ja. Wenn wir die Menschen beobachten, sehen wir so viele traurige Augen in den anscheinend glücklichen, zufriedenen Gesichtern. Ja. Ja, wenn wir uns immer wieder vornehmen, erfolgreich zu sein, aber die kleinsten Niederlagen im Leben, ja, hauen alles zusammen und wir sagen, nein, es geht nicht, dann brauchen wir Vorbilder, brauchen wir Menschen, die uns erzählen, du, es lohnt sich, ja, der Einsatz, sei mit vollem Einsatz und Freude bei der Sache. Und Glaube 100 bedeutet, etwas in dir zu entfachen. Ja. Mhm. Lass dich inspirieren von Menschen, die erfolgreich sind. Wenn man sich die ganze Geschichte anhört, gibt es irgendeinen gemeinsamen Nenner, dass man sagt, okay, das ist eigentlich ausschlaggebend dafür, glücklich zu sein oder mehr oder weniger die Vorbildfunktion auch zu haben? Das haben Sie damit geschafft? Gibt es so irgendwas? Der Glaube an sich selber ist ganz wichtig. Ganz, ja, ganz genau, entscheidend. Ganz gerade genau, beim Sport und genau, um Erfolg was zu haben. Was uns alle verbindet, ist der Glaube. Ja. Glaube an Gott, aber vor allem glaube an deine Fähigkeiten, deine Talente. Das Geschenk, was du bekommen hast, einfach auspacken und sagen, ja, ich mache aus meinem Leben etwas. Ja. Ich gebe nicht auf, ja. Es lohnt sich. Ja. Christoph, du hast ja einen Ball mitgebracht mit einigen Persönlichkeiten, die natürlich große Erfolge gefeiert haben. Ich sehe da unter anderem den Kloppi, wen haben wir hier? Ja, viele. David Alaba haben wir auch drauf. Und du bist auch drauf, sehe ich gerade. Du bist auch verewigt. Ja, ich habe mich verewigt nur aus dem Grund, weil der Kampf gegen sich selbst, Sieger über dich selbst und die Welt liegt dir zu Füßen, ist mein Lebensmotto. Ja, und das ist der schwierigste Kampf, gell? Ja. Sieger über dich selbst. Ja, Sieger über dich selbst. Und das ist es wirklich für viele Menschen ein Problem, ja, mit sich selbst klarzukommen im Leben. Und darum ist es ein Produkt entstanden, wirklich ein wunderbarer, bunter Inspirationsball mit den echten Typen drauf. Ja? Die echten Typen geben ihr Gesicht dem Lebensmotto, den Inspirationen. Und mit dem Ball kann jeder spielen. Ich würde sagen, ja, wir sollten mal einköpfen, oder? Wenn es dir gelingt, gelingt es auch. Wir gehen mal runter. Eddie ist der Schiedsrichter. Ein wichtiger Satz. Kinder, bitte nicht nachmachen. Sehr gut, dann probierst du das. So, ja, los geht's. Mit dem Inspirationsball. Diana. Ja. Glaube versetzt Berge. Und Bälle. Glaube versetzt Berge, genau. Und auf diesem Ball darf ich nur kurz die echten Typen präsentieren. Ja. Der Ball soll wirklich in die Welt und die Menschen inspirieren. Es früher war so ein Gebetswürfel, gell? Da hat man herausgewürfelt ein Motto oder ein Gebet. Das sind die besten Inspirationen. Zum Beispiel von unserem Tormann, meinem guten Freund Richard Strebinger. Ja, der Strebi sagt, Christoph, Glaube, aus Glaube wird Wirklichkeit. Ja, ja, absolut. Und da hat er das Motto geändert, er sagt, nein, Glaube ist Wirklichkeit. Ja. Ja. Und noch einen zweiten. Und da habe ich einen Jungen, wir haben da sehr erfolgreiche Menschen drauf, aber wir haben auch die auf dem Weg zum Erfolg sind. Und das ist ein Spieler, Alex Sobczyk, im Moment bei Spartak Trnava, 2 Jahre Wüstenzeit, keiner hat ihm die Chance gegeben. Und jetzt feiert er dank Geduld, Dankbarkeit und vor allem Demut seine
Erfolge bei Spartak Trnava. Mit 9 Toren schon. Ja. Hier haben wir eben auch noch ein Trikot. Den Ball gibt es und Bändchen, habe ich gesehen, gibt es auch, wie eben auch das Buch. Ja, ja. Also, dein Lebensmotto, was müsste am Ball stehen? Nein, ich muss ehrlich sagen, du bist Rapid, natürlich ein Rapid-Fan. Brauchen wir nicht drüber diskutieren, weil man sieht man schon geboren als Rapidler. Aber nein, ich finde, die Idee ist gut. Es ist natürlich auch es gibt ja einen zweiten Aspekt auch im Fußball. Es gibt immer ein paar Depperte bei den Spielen dabei, die das machen, was sie nicht machen sollen. Wirkst du auch auf diese Leute ein bisschen ein? Ja, die wüden Fans meine ich jetzt. Ja. Lieber Eddie, das sind Menschen, die das Stadion oder das Spiel als Ventil der eigenen Frustration verwenden. Und natürlich auch solche positive Botschaften, je mehr, desto besser, die wirken sie auf die einen und sagen, vielleicht kommen sie zum Nachdenken. Ja? Weil ich habe selbst in meinem Leben Menschen begegnet, die so viel Honig auf der Zunge hatten, aber so viel Gift im Herzen. Und auf die natürlich soll man es auch einwirken. Das sind oft Sportreporter. Honigift? Nein, Scherz. Vielen lieben Dank auf jeden Fall, dass Sie bei uns waren. Ganz grandios, was Sie da machen. Glaube 100. Eine wichtige Frage noch, den Kontakt. Wenn jetzt jemand das gesehen hat und er will mit dir in Kontakt treten, wie kann er das Ganz machen? Ganz genau. Bitte schön auf Instagram Glaube 100 folgen. Und dort gibt es alle Informationen. Dort kann man diesen sensationellen Ball-Inspirationsball. In Österreich hat es noch nicht gegeben, dass echte Typen ein Gesicht geben haben. Den Ball, den kriegst du nie mehr von uns. Eine Sache noch, weil ich bin ja ehemalige Leistungssportlerin gewesen. Ich war Handballerin. Jetzt will ich dir mal zuwerfen, ob du fangen kannst. Ja. Köpfen kann ich, ob du fangen kannst. Sulim! Gehen wir jetzt in eine ganz kurze Pause. Wir sind gleich wieder retour. Wie gesagt, nicht zu Hause nachmachen. Bis gleich.